Hier am Ehrenmal gedenken die Dorstener seit 100 Jahren den Opfern verschiedener Kriege. In den 60er Jahren schuf Schwester Paula, Teaser von der Schulenburg, dieses Bronzerelief, in dem sie der Toten vom 22. März 1945 gedenkt. An diesem Märztag 1945 wurde Wulfen bereits am Morgen um kurz nach 10 Opfer von 4 Bomben angegriffen. Dann, kurz nach 14 Uhr, so erinnert sich Heinz Kleine Vosbeck, ein damals 10-jähriger Junge, der mit seinen Eltern Zuflucht auf dem Hartberg gesucht hatte, kamen die Flugzeuge über die Altstadt. Zuerst wurden Markierungsbomben gesetzt, die sogenannten Christbäume. Und dann tauchten nach kurzer Zeit die Bomberverbände am Horizont auf, um ihre tödliche Last, Spreng- und Brandbomben, in diesem Geviert abzuwerfen. Der Marktplatz, Mittelpunkt der Stadt mit der Pfarrkirche im Hintergrund, ein Opfer der Bomben. Über Hunderte von Toten in den Trümmern, über 80% der Gebäude zerstört, die Menschen heimatlos und zusätzlich das Kanalsystem zerstört, die Gas-, die Stromleitung, alles das gibt es nicht mehr. Die Tabakhandlung Leopold Meyer, die den Abschluss des sogenannten Drubbels bildet in der Lippestraße, ist in den 30er Jahren ein sehr beliebtes Postkartenmotiv der Dorstener. Der Drubbel, dicht gedrängte Häuser in der Mitte der Lippestraße, werden vollständig zerstört und sie werden nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht wieder aufgebaut. Die wunderschöne Barockfassade St. Ursula, im 18. Jahrhundert entstanden, total zerstört. Schwester Maria erinnert den Bombenangriff wie folgt. Ich und meine Mitschwestern, wir suchten Zuflucht im Klosterkeller. Die Detonationen hörten wir, als wir betend auf dem Boden des Raumes lagen, der wie auf einem Schiff hin und her zu schlingern schien. Nach unendlich langer Zeit, als Stille eintrat, kamen wir wieder ans Tageslicht, um festzustellen, dass der Trakt, in dem wir uns befunden haben, der einzige war, der den Bombenangriff überstanden hatte. Die Bewohner der Straßen ringsum, über 20 Menschen, die im Kirchenkeller, der als Bunker ausgewiesen war, Zuflucht gesucht hatten, waren verschüttet worden und konnten erst Monate später geborgen werden. Kam Schwester Paula, Teaser von der Schulenburg, zum ersten Mal nach Dorsten. Und sie beschreibt diesen Besuch in ihren Erinnerungen wie folgt. Die elektrische hielt, ich stieg aus. Einige Häuser rechts und links hielten die Fiktion einer Straße aufrecht. Es war schwer einzusehen, dass dies die Stadt war. Auf der Straße ein hochgewachsener Mann in Schwarz, wahrscheinlich der Pastor. Die einzige Senkrechte in der horizontalen, der plattgewalzten Umgebung. Das war 1948. Schon 4 Jahre später konnte die Kirche wieder eingeweiht werden. Propst Westorf konnte seine Pfarrgemeinde hier durchs Portal einziehen lassen und die Kirchenbesucher kamen wieder an dem über Jahrhunderte alten Taufstein vorbei, der zwar während der Bombardierung zerborsten war, den ein Steinmetz aber wieder zusammengesetzt hatte, sodass auch 2021 die Kinder der Gemeinde über diesen Taufstein getauft werden.